Einen wunderschönen herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Shadow of the Tomb Raider. Wir stehen kurz vor der verborgenen Stadt. Alter. Jonah, der Blick von hier oben ist unglaublich. Die verborgene Stadt muss hier irgendwo sein. Lara, ich hab's geschafft. Ich betrete eine Höhle. Jonah? Verdammt. Das ist ein Kondor. Ich ahne Schlimmes. Und vor allem muss es schon seit Jahrhunderten hier dran hängen. Okay, hier ist ein Camp auf alle Fälle. So, zwei haben wir, ne? Nie einen Fähigkeitenpunkt haben wir nur. Da brauchen wir schon 2, 2, 3, 2, 1. Brauchen wir. Pass mal auf, wir machen mal. Wir nehmen uns das Gift mal mit. So, kann man hier was Neues machen? Jawohl, ja. Jetzt könnten wir... Na, nicht ganz. Der Schaden ist natürlich hier vom Flussfalken noch weitaus besser. Aber die ist halt mit einem Schalldämpfer. Warum können wir da... Schade, dass wir den Schalldämpfer da nicht aufsetzen können. Hier können wir noch ein Upgrade machen. Für die Munition. Spare ich mir noch auf. Und hier fehlt uns... Fell von einem Dings. Ach du Gott. Das ist natürlich gemein. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Irgendwie... zieht er hier. Warte mal, ich glaube, weil ich hier drauf stehe, ne? Er zieht. Ich ahne Schlimmes. Es tut mir leid für den Kondor, aber. Okay. Uiuiuiui. Die können doch nicht wirklich sich so fortbewegt haben. Ach. Ach du Heiliger. Ich meine, der Blick ist schon Hammer, ja? Also wenn ich jetzt hier wieder den Fotomodus gehen würde. Vor allem hat sie gerade so die struppigen Haare. So? Man kann, warte mal, man kann auch, glaube ich, die, nee, das wollen wir nicht. Man kann, glaube ich, auch noch die Blende und den Blickfeld, ne? So. Und auch noch so, ja. Das und, nee. Das sieht gut aus. Also, der Filter fällt mir am besten. So, Oh, Scheiße! Alles klar. Ich muss weg. Wow.
es gibt nach. Ach. Alter. Das war knapp. Alter. Schwalmsprung. Okay, sind hier Piranhas? Nein. Huch. Hier lädt aber das Spiel ganz gewaltig wieder, ja? Aber gut, schön sieht es aus. Wie das Licht fällt. Jetzt kann ich tauchen. Habe ich schon gewundert, warum ich hier nicht runterkomme. Der Frosch. Das sieht nicht gut aus. Jonah, ich glaube, ich habe sie gefunden, die verborgene Stadt. Ich suche jetzt nach der Schlange mit dem silbernen Auge. Das macht mir... Das ist ein ungutes, mulmiges Gefühl. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ungutes Gefühl. Da müssen wir hoch. Wir haben aber sehr viele Sachen, wo wir uns verstecken können. Und wo wir auch wieder unterwegs sein können. Ist das die verlassene Stadt? Sieht fast so aus. Aber ich gehe erstmal hier gucken, ne? Ey, das Lama! Mist! Huch! Warte mal, was waren da oben? Wölfe, okay. In der Feder liegt die Ruhe. Kondorfedern. Für seltenes Outfit, okay. Was ist das? Da hinten ist was vergraben. Ich glaube, hier ist aber nicht das, wo wir eigentlich hin sollten, oder? Interessanter wäre doch, wenn hier... Oh. Wenn wir hier das Lama wieder finden... Das da. Es kommt wieder. Es kommt wieder. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Frevel ist, was wir gemacht haben. Da. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Achso, wir sind voll. Na, gucke mal, wir könnten... hier unter Wasser... Hier nicht. Ich kann nicht tauchen. Oh, was haben wir hier? Jade.
Warum auch immer und warum auch nicht. Nehmen wir mit. Irgendwie... Das Abtauchen ging nämlich gerade überhaupt nicht. Da geht's nochmal lang. Ja, wir sind hier nicht richtig. Hier dürfen wir noch nicht sein. Uiuiui. Komm her. Hui. Ich kann nicht heilen. Warum auch immer. Wo sind die hin? Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Okay, gibt's ein paar Sachen zu finden. Aber wo sind die jetzt hin? Sind die weg, weil wir den Chef erledigt haben, oder? Scheint so. Okay. Gut zu wissen. So, jetzt sind wir wieder im Lager. Okay. Was haben wir hier? Überlebensversteck. Das sind die Dinger, die leuchten. Und hier ist eine Krypta. Na, wenn wir hier ein Lager finden... Warte mal, was ist das hier? Holz, ne? Hallo? Warte mal kurz. Gestern musste ich auch das letzte Maultier töten. Es hatte sich ein Bein gebrochen, also hatte ich keine Wahl. Aber ich glaube, ich habe es gefunden. Ich bin auf ein verlassenes Dorf gestoßen, das Set sein muss. Ich wünschte nur, Vater wäre noch am Leben. Ich werde hier über Nacht Rast machen und den Ort morgen gründlich durchsuchen. Die Welt wird erfahren, dass ein Forset die verborgene Stadt gefunden hat. Ja, aber ich glaube, du bist gestorben dabei, hä? Wer ist da? Hallo? Hallo? Ich kann dir helfen. Geh weg! Du darfst nicht hier sein! Hör mir zu. Ich weiß, es tut weh, aber... Mabutul! Was? 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 Wer bist du? Weswegen bist du hier? Ich bin
Forscherin. Lara Croft. Sie kommen wieder. Wir müssen verschwinden. Bringt sie mit. Okay. Du bist nicht nur mein Sohn, sondern mein Erbe. Begib dich nicht in unnötige Gefahr. Hätte diese Frau uns gefunden, wenn du nicht dort gewesen wärst? Ich bin froh, dass nichts passiert ist. Wie hast du uns gefunden, wenn du kein Mitglied des Kults bist? Ich bin einer Karte aus einem Tempel gefolgt. Ich habe erwartet, Ruinen zu finden, nicht euch oder etwas wie das hier. Wieso hat der Kult deinen Sohn angegriffen? Ich habe ihre Abzeichen erkannt. Ich kenne sie als Trinity. Ich versuche, sie aufzuhalten. Wovon willst du sie abhalten? Sie suchen nach einem Artefakt. Es sieht wie eine silberne Schatulle aus. Sie gehört zu einer Mondgöttin. Wieso willst du das? Willst du es stehlen? Verkaufen? Nein. Aber es darf Trinity, dem Kult, nicht in die Hände fallen. Sie sind sehr gefährlich. Wieso? Was haben sie dir getan? Sie haben meinen Vater getötet. Kann ich dir was zeigen? Weißt du, was das ist? Das ist Paititi. Du bist bereits hier. Die verborgene Stadt. Aber was bedeutet dieses Auge? Das ist der Tempel des Todes und der Opferung. Denkst du, dein Artefakt ist dort? Ja. Niemand ist je von dort zurückgekehrt. Ich möchte es versuchen. Das wagst du nur, um den Kult aufzuhalten? Ja. Bringt ihn zu mir. Jonah. Geht's dir gut? Kennst du diesen Mann? Er ist mein bester Freund. Ist Abby... Ihr geht's gut. Wer sucht noch nach dir? Niemand sonst. Ich glaube, wir verfolgen dasselbe Ziel. Wir bringen dich zur silberäugigen Schlange. Dein Freund bleibt hier. Wenn du lügst, wirst du nicht weit kommen. Und ihm wird es nicht gefallen. Das ist doch nicht nötig. Das ist schon gut. Ich warte hier. Edsley, bring dieser Frau frische Kleidung. Uchu, du bleibst bei ihm. Ich bin so schnell es geht wieder hier. Okay. Cool, dass er den Verband immer noch hat. Ist kein unwichtiges Ganz Detail. Hübsch hier. Sei still. Schick, schick. Das ist unglaublich. Aber dass man das noch nicht entdeckt hat, ist doch einfach drüber fliegen, oder? Die verborgene Stadt. Oder? Das ist doch einfach nur... Unaratu auf dem Markt treffen. Ich kenne deinen Namen nicht. Oh, entschuldige. Als Rebellenführerin muss ich vorsichtig sein. Ich bin die rechtmäßige Königin. Unaratu. Edsley, du schuldest mir noch einen Bericht. Ja, Mutter.
Da war etwas. Heute Morgen. Ja? Ich habe gesehen, wie Haka mit seinem Nachbar gestritten hat. Er schien wütend zu sein. Als ich näher kam, waren sie plötzlich still. Dann haben sie gelacht, als hätte einer von ihnen einen Witz gemacht. Er plant irgendetwas. Gut gemacht. Danke, Mutter. Hey. Ich. Wie du siehst, bleiben Geheimnisse in Paititi nicht lange geheim. Solltest du von unserem Plan abweichen, erfährst du davon. Ist schon klar. Was ist das für eine Strippe? Sie ist hier, um etwas für mich zu suchen. Mach dir darüber keine Sorgen. War Vater in meinem Alter ein Speer? Er war ein Jäger. War er grausam, wenn es sein müsste. Erstmal mopsen. Es ist ein traditioneller Fußpflug, der in den Anden auch heute noch verwendet wird. Selbst außerhalb Paititis. Manchmal sind die einfachsten Methoden immer noch die besten. Mhm. Wenn du willst. Ich erwarte dich auf dem Markt jenseits des Flusses, wenn du bereit bist, die Schatulle von Ixchel zu suchen. Oh. So, ich bin jetzt free to go, ja? Das heißt, ich kann jetzt hier Dinge suchen. Turmsprung. 1 von 4 Sprüngen ausgeführt. Muss ich das da öfter machen an der Stelle? Oh, das ist krass. Das sieht krass aus. Aber natürlich wieder absolut Framerate-Problem. Halt. Erstmal wieder. Leider können wir nicht hochspringen. Das wäre ja richtig cool hier. Warum ist hier eine Leiter? Ich befürchte, wir werden sie brauchen. Was ist das? Ist das ein indigenes Volk? Ist voll. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Na, gleich kannst du tragen. So. Okay, Bogen kann man nicht rausnehmen. Wir sind auch relativ sicher hier eigentlich. Was haben wir hier? Hier können wir reden. Ina alike, wakim basal taktuno. Leuwakai, letusku lubu lehau, janukushil. Tumen kutultike, hach sak pensil yetel, matunatike, ja bash kitschkelem, jan ichil. Kann man da überall hin? Oh, das wär's. Geboren in Hunger, aufgewachsen in der Rebellion, ein Waisenkind, doch nie allein. Er erhebt sich als die Sonne. Oh, hier gibt's so viel zu sehen. Hier gibt's so viel zu sehen. Oh, gehen wir mal noch zurück hier. Da war was von der Höhle die Rede, ne? Ich geh mal hier noch gucken. Fehlende Ausrüstung, verstärktes Messer. Ich hab's gesehen. Oh, was ist das? Tagebuch. 30. November 1603. Begleitet von einem einheimischen Führer verließen Lopez, die Soldaten und ich die Stadt schon vor Tagesanbruch. Es war der richtige Zeitpunkt, da sich eine entsetzliche Grippe unter der Bevölkerung verbreitete. Lopez ist davon überzeugt, dass sich das Artefakt nicht innerhalb, sondern irgendwo außerhalb der Stadt befindet. Ich fragte ihn, ob es nicht heuchlerisch sei, die Hilfe derjenigen Leute in Anspruch zu nehmen, die er so verabscheute. Ich verabscheue sie nicht, antwortete er mir. Ebenso wenig, wie ich diese Molosser verabscheue. Sie sind alle Kinder Gottes, so wie wir. Ich sagte ihm, ich wäre verblüfft, ihn so reden zu hören,
Doch er nahm meine Hände und wir beteten. Die Kraft seines Glaubens floss in mich hinein, bis ich spürte, wie die Ketten des Zweifels von meinem Herzen abfielen. Da liegt einfach eine Tasche und keiner hat sie sich angeguckt bisher. Ah, guck doch mal, wie Oh, das ist aber ein riesiges Gebiet. Ja, da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Hier ist so ein unbekannter Ort. Und ich befürchte, dass wir hier irgendwie... 3%... Ach, du Kacke. Vielleicht ist aber beim Wasserfall doch noch irgendwas. Ich lasse mir mal den Spaß nicht nehmen, hier lang zu schwimmen. Also Wasserprobleme werden sie hier nicht haben, ne? Oh, da ist eine Kiste. Wie kommt man denn da ran? Ich glaube wieder über irgendwie so eine Geheimtür von oben, ne? Oh. Nochmal Kondorfedern. Das ist gut. Ah, so weit sollte es dann ja nicht. Oh, das ist ein neues. Eine vollbusige Frau, um deren Hüften sich Schlangen ranken. Das ist Kord Likwe, was wörtlich übersetzt so viel wie Schlangenrock bedeutet. Ein weiterer ihrer Namen ist Teteo Inan, die Göttermutter. Sie brachte den Mond und die Sterne zur Welt und hatte mehr als 400 Kinder, unter anderem den Sonnen- und Kriegsgott Huitzilopochtli. Neben ihrer Rolle als Mutter gilt sie außerdem als Zerstörerin allen Lebens. Es heißt, sie selbst wurde geopfert, um das derzeitige Zeitalter der Schöpfung herbeizuführen. Ja, warum auch nicht, ne? Oh, wer bist du? Etli Jetel Tene Sukim Bashalon Mantats. Balemain Will Tilekinova. Bejing Walling Wohel Bashtene. Jam Bashok Kanan Tiubetik. Kanan Tial Tulakalon. Baletakin Willik. Mishmak Pulik Tunichach Kunachtal Ichilial Kajo. No. Titen Janjig Chupal. Nee. War da oben was? Nee, okay. Ich dachte, da ist vielleicht noch irgendwie was, was wir benutzen können. Da ist was, was wir benutzen können. Das gehört wohl einfach dazu. Grenzen austesten. Sind sie in Gefahr? Ma. Leachkananovo Sahakunskovo. Vale, Tutanke Milove, Kuchinkov Jetel Tunich Leachkananovo. Hier geht's wieder raus. Glaube ich zumindest. Oder auch nicht. Oh, eine Schule. Cool. Holz. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Hi. Ingwatane hach kochen. Helbishu lakobe. Humpelu kochal anile zulul makobo. Wamashka ube wabash. Ich kann was dagegen tun, glaube ich.
Ah, da ist die kranke Frau, hä? Bishabelishik. Hatsutspalchob, Masa. Le Yamaso. Hatsukob. Le Kashilguanakoso Beishan. Utstutanu Baitalob. Kambeen Tumen Le Yumtsilob. Mhm. Was liegt da unten? Öl. Oh, das ist so verzweigt hier alles. Das ist wirklich so verzweigt alles. Kann man sich stundenlang umsehen. Okay. Minano Bilal. Basti al Kukash Kubai mag. Ubet kumpel Bas naad Bil. Wa mis balu Bilal. Ach komm, manchmal braucht man halt so eine. Sind die tot oder? Entschuldigung. Das klingt, als ob da gerade Fußballmoderator wäre, hä? Okay, der gibt mir jetzt schon auf den Keks. Nicht, dass ich jetzt... Nee, okay. Ich dachte schon. Hallo? Oh, eine Kiste. Die kriege ich nicht auf, ne? Truhen der Konquistadoren enthalten seltene... Ja, ja, aber ich brauche da, glaube ich, ein verbessertes Messer. Ein Dietrich, okay. Eine Dietrich habe ich nicht. Eine Dietrich. Noch einer. Ich kann den Dialekt nicht bestimmen. Alles voll. Ach, ich. Nicht mehr tragen. Ich dachte, es wären Kondorfedern. Hey. Ja. Super. Okay, das hat nochmal geklappt. Das Coole ist, die leiten überall hier Wasser ein, beziehungsweise durch die Stadt, ne? Was natürlich einen riesengroßen Vorteil hat. Was mich mal interessieren würde, ist, warum die so gut die Lara Croftsche Sprache sprechen. Ja, 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 ja. Oh, hier ist noch einer. Halt. Hab's gesehen. Die Beschützer haben versagt und sind jetzt dazu verdammt, das Verlorene zurückzuholen. Oh, da geht mir auf den Zünder. Die. Ja, ja. Bachata, 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 Bachata. Kimma, Kimma, Makita, Makita, Makita. Ist ein Maschinengerätehersteller. Oh, ich dachte schon, es ist gerade Schluss hier. Ja,
guatkapa, chikatabata, kamitipin merka, new merka, the possibility, chikamata, nikotunaka, chikamata, 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 Archivarkarten. Ah, gut, wir haben neue Gegenstände. Das heißt, wir können uns dann die Sachen wieder markieren und schauen, was wir dann da ausfindig bekommen. Ah, Ölkäfer. Mhm. Was kommt da zum Vorschein? Sehr gut, das ist gut. Diese Maske weist aztekische Einflüsse auf und ist mit verschiedenen in der Umgebung von Paititi heimischen Objekten verziert. Cool. Maske des Feuergottes. Halt, siehst du, fast übersehen. Die Paitizianer schlossen untereinander Frieden und folgten Iskayawa nach dessen kürzlichem Aufstieg zum Herrscher zu einem Ort in den Bergen, um dort neu anzufangen. Sie waren überzeugt, sie würden die Fehler ihrer Vorgänger nicht wiederholen. Was mir gerade so auffällt, wir haben... Oh, warte mal hier. Wir haben noch kein Lager gefunden, hä? Ach, schade. Izamna ist der Sohn von Hunapku, dem Schöpfergott der Maya. Als Gott der Bildung war er für die Erfindung der Schrift und Bücher verantwortlich, was ihn zu einem wesentlichen Faktor in der Entwicklung der Maya-Kultur machte. Er war außerdem der Gott der Landwirtschaft, er schuf den Ackerbau und wachte sogar über die Ärzte, die die Menschen mit Hilfe seiner glühenden Hand heilten. Izamnas Aussehen ist normalerweise das eines Reptils, aber man kannte ihn auch als Kinichahau, einen Feuerara, der für die Zahl 4 stand und für Dürren und Krankheiten verantwortlich war. Na super. Also hat ja jeder Gott sein Pro und sein Contra, kann es sein? Ach, jetzt sind wir hier. Die Frage ist, wie kommen wir denn in den anderen Bereich da hoch? Hier, wa? Oder? Irgendwo quatscht da noch einer. Ah, Konda. Da hätten wir die auch, die heraus. Warte mal. Die Stele da haben wir nicht, aber die haben wir schon gesehen. Guck mal hier. Hier ist ein Wandgemälde, was wir finden könnten. Wenn wir denn wüssten... Da drüben. Ah. Ah, auch gut. Das nehme ich auch gern mit. Schulter an Schulter stellten sich Maya und Inka ihren Brüdern entgegen. Auf der einen Seite jene, die sich einen Rückzug und Neubeginn wünschten. Auf der anderen diejenigen, die expandieren und benachbarte Gebiete einnehmen wollten. Oh, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Die Brandrodungen, die die Maya beim Ackerbau einsetzten, erwiesen sich für das hiesige Land als ungeeignet und führten schon bald zu einer Lebensmittelknappheit. Um nicht zu verhungern, schlossen sie ein Abkommen mit den einheimischen vorinkaischen Stämmen, das ihnen neue Verfahrensweisen und Saaten einbrachte. Als erstes trafen die Kaufleute mit neuen Waren ein, gefolgt von den Bauern mit neuen Saaten und Techniken. Später kamen immer mehr der Fremden nach Paititi und übernahmen schließlich die Kontrolle über die Verwaltung der Stadt. Hm, natürlich ungünstig, aber was will man machen? Okay, jetzt haben wir den Teil hier auch. Aber wir haben den Typen immer noch nicht gefunden, der hier so tolle Sprüche lässt. Aber dann, ich sehe es gerade. Man muss manchmal wirklich genau aufpassen. Aber das sieht... Geht es? Das sieht so gut aus gerade.
Ah, ich kann gerade nicht bewegen. Ist gesperrt. Ah, schade. Uiuiui. Was haben wir denn hier? Jawohl! Dieser Stab hat einen improvisierten Steinschlossmechanismus, der dem europäischer Schusswaffen ähnelt. Die Kultistenpriester müssen ihn bei ihren Zeremonien benutzt haben, um die Menge in Ehrfurcht zu versetzen. Wenn es schön knallt. Ah, guck mal, und jetzt ist Monolith freigeschaltet. Wo sind wir jetzt? Okay. Du, das lohnt sich hier echt mal. Oh. Ein Herausforderungsgrab, was wir aus Versehen gefunden haben. Glaube ich. Ist das Wasser? Ja. Oh, guck mal, und da ist ein... Nö. Oh, das hätte schief gehen können, Lara. Warte mal, da unten ist irgendwas. Ja, die Folge wird ein bisschen länger, aber ich denke mal, diese Begehung hier, das wäre so zu kurz gewesen, oder? Wenn wir hier die verlorene Stadt einfach gefunden hätten. Das wäre, glaube ich, zu kurz. Guck mal, wir können jetzt nochmal zwei Fähigkeitenpunkte haben wir. Und jetzt, wir haben keine Schusswaffen. Aber wir können jetzt, So, und damit ist nämlich der Bogen, der Recurve-Bogen, jetzt gleichwertig. Na, noch nicht ganz. Wir nehmen erstmal den, der ist noch einen kleinen Tick besser, aber die sind so gut wie gleichwertig. So, wir haben wieder zwei Fähigkeitenpunkte. Gucken wir mal. Plündern? Nein, wir brauchen hier... Was ist das hier? Drei Ziele. Die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Eine Ausschaltenkette. Luftlänge anhalten. Die Leuchtmunition will ich nicht. Gift. Lockpfeile. Automatisch plündern, nee, das bringt mir nichts. Wahrnehmung ist eigentlich... wir warten noch, wir nehmen wahrscheinlich einen Dreier. Wir nehmen wahrscheinlich einen Dreier. Das Gute ist, es ist jetzt auch gleich erstmal wieder angerichtet und gespeichert. Wir schauen, warte mal, da liegt noch was. Wir schauen uns auf alle Fälle das Grab hier erstmal an. Oh, schon wieder was anderes. Ichtaka vom Kult von Kukulkan gelobt sein Leben mit dem von Yutu, einer Nachfahrin der Maya, zu verbinden. Da er selbst keine Familie hat, wird Ichtaka so lange bei Yutus Eltern leben, bis sie sich ein eigenes Heim aufgebaut haben. Yutu gelobt ihr Leben mit dem von Ichtaka zu verbinden. Sie wird ihm viele Kinder schenken, die sie im Einklang mit den Bräuchen ihrer beider Völker erziehen werden. Okay. So, dann schauen wir mal. Gold. Wir verlassen die Stadt bei Tagesanbruch, was gut ist, da in ihr eine schreckliche Krankheit wütet. Tote und Sterbende säumen die Wege und verstopfen die Flüsse. Viele sagen, das sei eine Strafe der Götter. Tagebuch von Adelantado Perez. Manchmal muss man hier wirklich genau gucken, um nichts zu verpassen. Mal gucken, was es hier alles gibt. Neue Karten. Das ist, glaube ich, der Ausgang, ne? Oder was ist das? Nee, das ist ein Grab. Noch ein Herausforderungsgrab. Das wollen sie aber jetzt hier wissen, hä? 24. November 1603.
Ich begleitete Andres Lopez und eine Gruppe aus 12 Soldaten und 2 Molossern durch den Dschungel. Da die Wegbeschreibung, die Trinity von den Jesuiten erhalten hatte, ausgezeichnet war, fanden wir die verborgene Stadt ohne größere Probleme. Die Bewohner der Stadt waren zunächst misstrauisch, ließen sich durch unsere Geschenke aber davon überzeugen, uns einzulassen. Sie ahnen nichts von unseren wahren Absichten. Während wir die Oberhäupter der Stadt ablenken, hat Lopez mit der Suche nach dem Artefakt begonnen. Boah, Alter, das war fies. Ach so, das ist gar nicht das Grab hier, hä? Das ist ein Eingang. Nein! So viel zum Schwalmsprung. Das ist manchmal auch nicht so einfach. Hör nochmal. Ach so, wir sollen erkunden, um den Eingang zu finden. Ah, deswegen habe ich mich hier so irritieren lassen gerade. Ja. So. Aber hier ist wieder so ein... Warte mal. Jetzt. Okay. Ein Turmsprung. Dann können wir das nämlich noch fertig machen. So, jetzt aber. Die Frage ist, müssen wir die Klamotten behalten oder können wir uns umziehen? Ich vermute mal, wir können uns umziehen. Huch. Klingt, als ob hier irgendwo eine Drohne unterwegs wäre. Könnte das auch werden, ne? Nein! Das hat nicht mehr gereicht. Das hat nicht mehr gereicht. So, jetzt aber. Uiuiui. Das kann doch aber nicht sein. Das muss der Tempel sein, den ich vom Fluss aus gesehen habe. Nein! Ach, Mensch. Na, an welcher Stelle? Oh, okay. Nochmal. Hey. Aua. Eins. Zwei. Hammer. Da-dan, da-dan, da-dan. Es muss der Tempel sein, den ich vom Fluss aus gesehen habe. Hammer. Okay, sieht gut aus. Dafür habe ich nicht genug Platz.
Die Maya-Zwillinge Hun Batz und Hun Chuen waren die älteren Halbbrüder der deutlich berühmteren Heldenzwillinge. Vom Neid auf ihre Geschwister zerfressen, betrogen die Affenzwillinge in Fußballspielen und verdarben sie durch ihre aggressiven Taktiken. Um sich an ihnen zu rächen, lockten die Heldenzwillinge sie auf einen Baum. Einen Baum, der immer weiter wuchs, weshalb Hun Batz und Hun Chuen auf ihm gefangen waren. Die Heldenzwillinge überredeten sie daraufhin, ihre Gürtel zu benutzen, um hinunterzuklettern, doch das war nur eine weitere List. Die Gürtel verwandelten sich in Schwänze und die älteren Zwillinge wurden zu Affen. Mhm. Okay. Drehe Spiegel 1 nach links. Folge dem Lichtstrahl zu Spiegel 2. Richte Spiegel 2 quer durch die Kammer aus. Kehre zu Spiegel 1 zurück. Das sind offenbar irgendwelche Anweisungen. Allerdings kann ich den Rest nicht entziffern. Okay. Tja, ist nicht brennbar. Es ist nicht brennbar. Neues Basislager entdeckt. Ui, sehr schön. Ich bin zur rechten Zeit angekommen. Die Kultisten waren gerade noch hier. Ach so. Können wir denn ein anderes Outfit wieder anziehen? Können wir. Meinst du, so nettes aussieht, aber das ist das, was wir uns zusammengestellt haben, ne? Deswegen, also. Ja. Ich guck mal kurz nochmal. Weil ich glaube, das wird hier eine etwas schwerwiegendere Geschichte. Hier liegen noch ein paar Sachen rum. Schwarzpulver. Bis jetzt hatten wir dafür noch keine Gelegenheit dazu. Okay, pass auf. Ich glaube, das sollten wir in die nächste Folge verfrachten. Dann haben wir hier nämlich den Tempel oder was auch immer das ist hier. Tempel der Sonne wäre das dann. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Würde mich freuen. Bis dahin, euer Firefox.